zum Greifen nah. Und wir müssen hier durch irgendwelchen Dreck stampfen. Alter, Falter, Panzer, Panzer, Panzer. Nicht ein, nicht zwei, nicht drei. Extrem viele. In Reihe und Glied. Da hinten geht's weiter. Überall stehen die hier. Das war mein Wunschplace. Oh, da fühlt sich doch jemand zu Hause. Der Mech war mal Panzerfahrer. Der kann uns hier echt viel erklären. Kommt die Munition rein. Da steht das Ungetüm. Völlig natürlich getarnt. Leute, wir sind gerade auf ein noch aktives Militärgelände eingestiegen, um uns ein paar, nur ein paar Panzer reinzuziehen. Das ist der Stacheldraht. Stacheldraht. Jo. Okay. Ganz ehrlich, bei der Sache habe ich ein ganz mulmiges Gefühl. Scheißiges Wasser. Kommt da was? Scheiß Dornen überall. Das kann jetzt nicht mehr so weit sein. Jetzt guck mal, da sind Hallen. Aber hier liegen schon ein paar Teile vom Panzer. Hier ist schon wieder sehr windig. Würden hier oben oder da liegt eine Panzerkette? Nicht eine ganze Panzerkette. Geil. Auch schon wieder Teile von der Panzerkette. Das Zeug liegt jetzt hier schon überall rum. Marcel steht direkt drauf. Oh, es ist hier noch ein uralter Zaun. Ein uralter Maschendrahtzaun. Aber mit einem Loch drin. Überall sind hier diese beschissenen Dornen. Da kann mir einer erzählen, was er will. Dieser Dornenscheiß. Oh, völlig mit Absicht auf solchen Geländen hier irgendwie angelegt. Es ist zum Greifen nah und wir müssen hier durch irgendwelchen Dreck stampfen. Es ist echt unfassbar. Meine Scheiße. Ist es da oder was? Haben wir's? Leute, da hinten stehen sie. Geil. Ist noch ein bisschen Fußweg, aber das ist uns jetzt scheißegal hier. Alter, das geht ja hier nicht weiter. Bei solchen Aktionen immer dran denken, wasserfestes Schuhwerk. Sonst würde ich hier jetzt schon mit komplett nassen Quanten durch die Pampa stapfen. Wir stehen dicht davor. So Leute, ich würde dann mal sagen, es hat sich sowas von gelohnt. Voila! Eine bekloppte Scheiße. Alter, Falter, Panzer, 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 Panzer. Geil. Das war mein Wunschplace. Ohne Worte, oder? Nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Keine Ahnung, wie viele es sind. Extrem viele. In Reihe und Glied. Da hinten geht's weiter. Überall stehen die hier. Ich latsche jetzt einfach mal über die ganzen Tanks. Ich hab
wieder so ein Grinsen drauf hier. Das ist so ein Fund, so ein Lost Place, der ist einfach hyper gigantisch. Welch Glück, dass wir den Milch dabei haben. Der Milch war in seiner Jugend als junger Mann mal Panzerfahrer. Der kann uns hier echt viel erklären. Da steht das Ungetüm. Völlig natürlich abgetarnt. Mir ist gerade aufgefallen, ich dachte immer, die haben auch schon eine Blattrohrkanone. Aber wie man hier sieht, ist ein gezogener Lauf. Das ist so leicht gedreht. Wenn das Geschoss rauskommt, dreht sich es quasi und wird dadurch stabilisiert. Bei dem Leopard 2 ist es eine Blattrohrkanone. Da ist es scheinbar nicht mehr nötig. Das ist eigentlich vorne. Und die Kanone, also der Turm, ist nach hinten gedreht. Das ist quasi die Standardposition, wenn du auf der Straße fährst. Und hier sieht man auch, dass hier diese Schlitze, das ist der Auspuff. Und das ist der Auspuff hier? Genau. Und die sind deswegen seitlich auf beiden Seiten, damit der schlechter ortbar ist. Das sind die Nebelwerfer hier. Wir waren Nebelwurfgranaten, die macht man dann rein. Und die werden dann von innen einfach gezündet, werden rauskatapultiert. Und dann entsteht Nebel und dann kann der Panzer sich zurückziehen. Was ist das hier? Das gehört zur Optik vom Kommandanten. Der Kommandant war hier drin, ne? Ja, und der Richtschütze sitzt da drunter. Der sitzt vor ihm quasi. Also ich kenne es vom Leopard 2, da hat der Kommandant eine eigene Optik. Und da war ja eigentlich für den Richtschützen noch mehr. Ich glaube, das könnte auch zur Optik des Richtschützen gehört haben. Da auf der anderen Seite ist auch noch was. Beim Leo 2 ist es deutlich größer, da ist es eine ganz andere Geschichte. Oh, da fühlt sich da jemand zu Hause. Ich schau mal rein. Ist leider nur der Ladeschützenplatz. Du warst Fahrer, ne? Ja. Ah, dein altes Zuhause. Kommt man da ran? Ja. Also ich kann dir mal ein bisschen was erklären. Also hier haben wir erstmal die Kanone, beziehungsweise hier ist der Verschluss der Kanone. Hier kommt die Munition rein. Ich glaube, bei dem war das 105 mm, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, hier steht 105. Hier war das Haupt-MG drin. An der Stelle war eingespannt. Und der Richtschütze, der konnte damit schießen. Der Richtschütze saß auf diesem Sitz und hat hier in die Optik geschaut. Und der sitzt direkt über ihm hier. Der ist gerade hochgeklappt. Festgerüstet. Das war der Kommandantenplatz. Er hat hier oben über diese Winkelspiegel rausgeschaut. Und er hat auch eine Optik. Und der Kommandant kann Ziele suchen, während der Richtschütze die Ziele schon bekämpft. Und dann hat er normalerweise einen Knopf, wenn er ein Ziel gefunden hat, ein Ziel vom Richtschützen bekämpft wurde, dann kann der auf den Knopf drücken, der Turm dreht sich in die Richtung und der Richtschütze kann gleich weiter loslegen. Und hier unten ist der Fahrerplatz, der ist gerade nach hinten geklappt, so dass der Fahrer rein kann. Wahrscheinlich wurden die Panzer dementsprechend abgestellt. Und der hat auch durch Winkelspiegel geschaut. Da ist die Feststellbremse und die Automatik- oder Halbautomatikschaltung. Ganz unten Wenden-Hochachse zum Wenden des Panzers. Vorwärts, rückwärts und ganz oben, da kannst du, glaube ich, noch Gänge wechseln. Ich bin selber nur ein Leopard, oder was heißt nur, ich bin ein Leopard 2 gefahren, das hier ist ein Leopard 1. Deswegen sieht alles ein klein bisschen anders aus. Und das ist die Feuerlöschanlage. Ja, und hier kann der Ladeschütze rausgucken. Der Ladeschütze, der hat hier seinen Platz gehabt, der hat eigentlich am meisten Platz gehabt. Hier kann man den Sitz runterklappen, wenn er nicht festgerostet wäre. Und dann kann er laden und der Richtschütze kann schießen. Wir müssen echt ein bisschen still sein. Hier fährt ständig ringsrum irgendein Militärfahrzeug, irgendein LKW, keine Ahnung was. Jetzt schon zum dritten Mal. Und wenn wir hier erwischt werden, dann ist das, glaube ich, gar nicht witzig. Hört ihr das?
fährt jetzt genau da lang. Von da könnte man uns sehen. Scheiße. So Leute, ehe die Sache jetzt hier zu heikel wird, schwimmen wir wieder ab. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Glocke drücken, nichts mehr von der Grauzone verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.